Hallo und herzlich willkommen zurück. Welcome back to Mass Effect. Jetzt sind wir wieder hier auf der Normandie. Ja, und dann wollen wir doch mal gucken, dass wir gleich auf Tessia ein bisschen was unternehmen. Commander. Ja, das war ja sehr erfolgreich. Naja, dass wir auf jeden Fall mit der Hauptquest ein wenig weitermachen. Nachdem wir in den letzten Folgen eigentlich, ja, ein bisschen Spaß gehabt haben, wenn man so will. Was haben wir hier? Ach, die Ashley. Hallo. Ja. Immer wieder für ein Gespräch zu haben, finde ich gut. Und Garrus vielleicht noch irgendwie irgendwas. Im Moment nicht. War klar. Bei Liara brauche ich eigentlich fast gar nicht zu versuchen. Ja, komm. Wenigstens das. Hey. 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 Ich muss doch bitten. So. Wenigstens etwas. Ein bisschen Spaß muss der Commander ja auch haben. Zu Ihren Diensten. Hallo. Okay, hier war nichts, ist klar. Ja, das dachte ich mir. Können wir später reden? Natürlich, wie immer. Ja, das ist eine Traumbeziehung. Das ist echt Wahnsinn. Gut, von der Beziehung merkt man eigentlich im Grunde genommen überhaupt nichts. Gut, ja, dann können wir auch auf Tessia. Auf nach Tessia, so. Klingt besser. Hui! So. Ich möchte jetzt gerne nach Tessia. Da ist es. Okay, ich dachte hier. Ach nee. Hier gibt es aber trotzdem noch was zu finden. Okay. Also wenn es hier noch was zu finden gibt, dann gehe ich hier erstmal rum. So. Weil die Sache ist ja die, ich muss ja für die Citadel auch noch ein paar kleine Quests abfrühstücken. Jo. Haben wir denn hier was? Ich habe etwas gefunden. Ja. Nee, was? Ringe von der Lune. Aha. Das ist das, glaube ich, was die... Oh, hier gibt es drei Sachen. Was die Asari im Huerta-Krankenhaus gebraucht hat. Damit sich mehr Leute dem Krankenhaus anschließen. Irgendwie sowas. Sehr gut. Dann gibt es hier noch Kohle. Und dann kann ich hier noch irgendwo tanken. Irgendwo hier so. Zeit mit euch zu spielen. Papa muss nach Hause. Ausweichen erfolgreich. Sehr gut. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Kriegen wir gleich alle drei? Signal bestätigt. Wie jetzt? Okay. Oltan. Machen wir erstmal den kleinen Planeten. Olta. Was gibt es denn hier? Ups. Nämlich? Die Elkor-Flottille. Ach, das sind die... Nee. Doch. Das sind die Leute... Oder die Knirche, die ich retten sollte von... Vor den Reapern. Mich der Elkor angesprochen hat. Dann habe ich ja zwei Sachen erstmal, die ich in der Reaper umgangen abgeben kann. Na, dann werde ich das auch erstmal so, ne? Bela sehen. Und
und auf nach Tessia. Schalup. Und hopp. Ist ja eh gleich nebenan. So, Tessia haben wir hier? Ja, Tessia ist hier. Dann mal ab. So, Azari. Dann werde ich euch mal helfen. Tessia liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Ja, super. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Hm. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Okay. Liara kommt mit. Na gut. Ja gut, das ist ihre Heimat, klar. Das ist nachvollziehbar. Wen darf ich denn jetzt mitnehmen? Ja. Ach komm. Nehmen wir Jarvik mit. So. Weil James und... Warte, Entschuldigung. Und Ashley habe ich ja mitgenommen. Das heißt also, die sind eigentlich komplett hochgepusht. Damit ich so ungefähr in der Reihenfolge bleibe, nehme ich auch Jarvik mit. So, Warp-Munition. Und der kriegt dann noch... Der kriegt noch Ziehen, okay. Dann sind es jetzt nämlich nur noch Edie, Tali und Garrus, die nicht komplett hochgepusht sind. Also die erste, die ersten drei Links, das ist gut. Kann ich mir gut merken. Oh je. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ja. Ihr Mitgefühl ist eine Schwäche. Sie müssen lernen, Verluste einfach hinzunehmen. Tja, typisch. Venesia nahm Sie mit zu diesem Tempel? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Wie meinen Sie das? Ich habe ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Okay. Ich habe ihre alten Missionsberichte studiert. Ihre Mutter war indoktriniert. Ja, wir mussten sie töten. Dennoch hat es sie nicht vom Kämpfen abgehalten. Wie schon gesagt, härten sie sich ab. Es wird noch viele Verluste geben. Ja, aber es muss ja nicht sein, wenn es nicht sein muss. Ne? Wir können die Opfer nicht ignorieren. Die Reaper mögen ja kein Mitleid kennen, aber wir schon. Ihre Gleichgültigkeit macht sie stark. Zeigen wir ihnen, dass es einen anderen Weg gibt. Genau. Wir können auch anders. Also hoffentlich. Sieht ja toll aus. Nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Ja, sieht nicht mehr so schön aus. Jetzt ist keine Zeit zum Tauern. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Da hat er auch wieder recht. Sie müssen Commander Shepard sein. Ja, das ist richtig. Und jetzt? Ich kann nicht. Oh je. Da ist nichts mehr. Und jetzt? Dasselbe. Taub, als wäre mein Bein nicht mal da. Verdammt. Commander, wir haben gehört. Die Barriere wurde durchbrochen. Oh. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Halt sie die auf!
Brücke will ich wirklich nicht. Ich will den Jäger in der Luft sehen! Sofort! Stoppen Sie das Loch! Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen! Jawohl, Ma'am! Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Oh, wei, wei. Was genau hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihre Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Das ist scheiße. Ich kenne das, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein! Oh. Verran Curran. Sie wollten Soldatin werden, als Sie die Destiny Ascension zum ersten Mal sahen. Aber Sie sind kriegsmüde. Von der Niederlage erschöpft und voller Sorge, dass Ihnen jetzt der Mut zum Weitermachen fehlt. Bei der Göttin. Sind Sie? Mit Entschlossenheit kann der Krieg enden. Das war sehr aufdringlich. Wir bauen eine proteanische Superwaffe und gewinnen den Krieg. Ich glaube Ihnen. Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Okay. Geben Sie alles. Und noch mehr. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Man kann sie wieder aufbauen. Genau. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. 20? Das sind mehr. Okay, hier scheint es jetzt etwas ruhiger zu sein. Vorsicht! Das muss ein Ende haben. Die Luft unterstützt Ihren Zaun. Das hält Sie am Leben. Vergessen Sie das nicht, da kommen Sie nämlich. Oh, ja, ich sehe Sie. Im Tiktak vorrücken, Deckung ausnutzen. Zurückdrängen. Das war der letzte. Ha. Und jetzt Tempo runter von der Brücke. Die Waffe ist gut. Nur hat nicht so viel Munition. Aber egal. Wow. Ganz schön was los hier. Auf dem Gebäude da! Wir haben Feuer! Oh. Oder auch nicht. Oh, Scheiße. Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben Sie konzentriert, die anderen. Diese Dinger schlachten meine Leute ab! Das ist mir schon klar, aber... Oh, Scheiße. Mist. Auf die Flanken achten! Sie dürfen uns nicht umstellen! Da ist jemand gelandet. Ui. Wow.
Echt? Wachsachen. Bevor noch mehr von denen kommen. Wow, die Waffe ist verdammt gut. Da hat selbst eine Banshee keine Chance, in uns ranzukommen. Sehr cool. Hier ist eine Rampe, Shepard. Das könnte ein Weg für uns sein. Aha. Das kann man als Rampe erkennen, ne? Cool. Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Die Banshees. Als wir die Reaper bekämpften, haben sie unsere eigenen Kinder auf uns gehetzt. Ach du Scheiße. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie gingen davon aus, dass wir zögern würden, sie zu töten. Haben sie gezögert? Welche Antwort wäre Ihnen lieber? Oh. Keine. Reden wir nicht mehr davon. Ja, bitte. So, weiter geht's. Über uns! Als die Reaper ankamen, hat sich das wieder geändert. Echt verstanden. Das sind Asari. Möglicherweise könnten wir sie erreichen. Ja, dann mal hin. Der Reaper zieht weiter. Einer weniger, den wir töten können. Oh. Scheiße. Hier ist Spezialistin Kayla. Spezialistin Geneva wurde soeben durch einen Beschuss getötet. Noch kein Anzeichen von ihm. Moment. Schiff. Kampf einziehen. Wie lange können Sie durchhalten? Jetzt, wo Sie da sind, so lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir es zum Tempel schaffen, sind die Reaper Geschichte. Dann schnappen Sie sich da drüben Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir halten den ein. Das ist eine Todeszone! Hab ein! Geh in Deckung! Das war der letzte! Bewegung, Commander! Zu dem Reaper! Das ist ein Weg hier raus! Ihre Vorstellung von einem Fluchtweg ist interessant! Wir haben keine andere Wahl! Das war vielleicht eine Todeszone, aber nicht unsere. Wer? Ach, okay, mit der kann ich. Der Außenposten Tykes ist ganz in der Nähe. Ich kann Ihnen Feuerschutz geben. Los! Die Widow. Oh shit, ist die schwer. Entschuldigung. Wenn ich gar keine nehme? Ach, egal. Die Widow nehme ich mit, aber ist doch selbstverständlich. So, wir sollen also Richtung Reaper, ja? Wir sollen den Ausweg Richtung Reaper nehmen. Okay. Warum auch nicht? War das jetzt eigentlich? Nee, das war nicht der Außenposten Tykes, glaube ich. Dieser Albtraum hört niemals auf. Oh doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Oh ja. 50.000 Jahre später. Aha, okay. Für ihn hilft's nichts mehr, das ist richtig. Ich höre noch Asari rufen hier die ganze Zeit. Oh. Eine Discribble.
Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber nur ich bin noch übrig. Oje. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ist hart, aber ohne deren Hilfe sehe ich keine Chance reinzukommen. Jupp. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwarm, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Taylor 1. Bin unterwegs. Taylor 5 im Anflug. Okay. Bleiben wir hin. Zwei Stück. Bodenziele bestätigt. Oh, scheiße. Waffen überhitzen. Fackeln Sie auf. Ich decke sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. Viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Ja, vor allen Dingen brauche ich Munition. Okay, jetzt fühle ich mich wieder besser. So. Oh, muss ich da rein? Es hat so den Anschein. Oh. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Anscheinend wurde der Tempel verbarrikadiert. Okay. Gut, warum auch nicht? Lassen Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Vermischen die Asari immer Religion und Militär? Nein, das ist ungewöhnlich. Vor allem, weil nur noch wenige der Athame-Doktrin folgen. Na dann.
Aha. Okay, wir sind schon mal im Tempel. Und nun? Hallo? Ist da jemand? Etwas stimmt nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Artefakte untersuchen. Ein Schwert. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist das Schwert der Göttin Athame. Die Mythen sagen, sie sei damit gegen eifersüchtige Götter angetreten, die unsere Vorfahren bedroht haben. Das war eine Spezies, die als Oravoren bekannt war. Tessia verfügte über reichhaltige Ressourcen. Wir haben sie vor ihnen beschützt. Oh. Sie haben uns beschützt? Aber dann ist Athame... Hinter ihrer Geschichte steckt mehr als sie an, Asari. Ach du Schande. Wie wär's damit? Eine Seite aus einem unserer ältesten religiösen Texte, dem Athame-Kodex. Nicht sehr vielversprechend. Hier wird beschrieben, wie Athame unsere Vorfahren die Mathematik gelehrt hat. Davor konnten sie gerade mal ihre Finger abzählen. Wir haben uns erbarmt. Ich finde es seltsam, dass ihre Wissenschaftlerinnen einfach ihren eigenen Planeten im Stich lassen. Das würden sie nie tun. Nie? Nie nicht. Womit haben wir es hier zu tun? Ach, guck mal. Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Athame. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Ich bezweifle, dass dies das Artefakt ist. Fällt Ihnen nicht auf, wie proteanisch Athame aussieht? Hm. Was Sie da andeuten, ist schockierend. Wir waren von Anfang an da und beobachteten ihre Entwicklung. Oh. Wir waren Athame. Cool. Wow. Was wissen Sie hierüber? Ein Fragment des Kodex. Das ist nicht, was wir suchen. Hier wird beschrieben, wie Janeri, der Führer von Athame, meinem Volk Saatgut gegeben hat. Er machte sie zudem mit den Jahreszeiten vertraut, damit sie Felder bestellen konnten. Wir wollten nicht, dass sie verhungern. Wenn etwas so wichtig ist wie dieses Artefakt, hätte man wenigstens Ausfallsicherungen einbauen sollen. Er muss das Artefakt erstmal finden. Bringt uns nicht weiter. Das ist Janeri, Athames Führer, der vor langer Zeit die Erleuchtung nach Tessia gebracht hat. Und Sie sehen die Ähnlichkeit nicht? Er war kein Diener einer fiktiven Göttin. Er war ein Proteaner. Aber es fehlen zwei Augen. Na gut, Javik muss es ja wissen. Ja, was haben wir hier noch? Ein Schild. Was ist das? Der Schild der Göttin Athame. Der Legende nach hat sie damit Tessia beschützt, als der Himmel zornig wurde. Unsere Vorfahren haben vermutlich einen Meteoritenschauer fehlinterpretiert. Es war ein Asteroideneinschlag. Wir haben ihn abgewehrt. Ihre Götter hatten einen großzügigen Tag. Suchen Sie weiter. Okay. Was ist damit? Noch eine Seite aus dem Kodex. Das ist es bestimmt nicht. Hier wird Lucen beschrieben, Athames Führer, der unseren Vorfahren alles über die Sterne erzählt hat. Ihrer Spezies wurde Potenzial zugebilligt. Wirklich schade, dass sie diese Erwartung nicht erfüllt haben. Ich glaube, wir übersehen etwas. Naja, das richtige Artefakt halt. Oh, noch eine Statue. Könnte das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist eine Skulptur von Lucen, einem von Athames Dienern, der unter meinen Vorfahren wandelte und ihnen Wissen vermittelte. Er war kein Diener einer fiktiven Göttin. Er war ein Proteaner. Ja, das sieht man jetzt so langsam. Noch eine Seite aus dem Kodex. Nicht sehr nützlich. Es geht darum, wie Athames Führer uns die Biotik zum Geschenk gemacht hat, weil wir sie verehrt haben. Dieses Geschenk erforderte jahrelange genetische Forschung. Das ist fast etwas zu viel für mich. Sieh mal, guck. Okay, das ist das ist wieder die Göttin Athame. Es steht Ihnen frei, das weiterhin zu glauben. Aber es ändert nichts an der Wahrheit. Ja. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Okay. Ach, war ja klar. Ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Keine Kriegsopfer. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Athame.
Mit der Zeit sah sie uns immer ähnlicher. Ihre Ahnen wollten die Wahrheit vertuschen? Ich weigere mich, das alles einfach zu glauben. Warum spricht Athane dann Proteanisch? Wie meinen Sie das? Hier ist etwas, das spüre ich. In diesem Tempel? Schon seltsam, dass alles so gut erhalten ist. Obwohl Athane historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Ist ein proteanischer Sender. Oh. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Macht, Einfluss. Ihr Volk hortet das Wissen der Meinen zum eigenen Vorteil. Oh. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Aha. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Der Tempel ist Jahrtausende alt. Genug Zeit, um große Fortschritte zu machen. Das macht es noch nicht wahr. Die Realität lässt sich nicht leugnen, Asari. Selbst eine kleine Datenmenge würde ihrer Spezies einen Vorteil verschaffen. Oder sind sie nur beleidigt, weil ihre Regierung sie nicht mit einbezogen hat? Die Menschen haben aus den Mars-Ruinen die Masseneffekt-Technologie. Und wir haben sie aus den Ruinen der Inusano, der Spezies vor uns. Sie war über Jahrhunderte unser Geheimnis. Okay. Dann hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Unsere Lage wäre denn heute nicht so verzweifelt. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir haben kaum Zeit, es herauszufinden. Richtig. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Ja. Oh. Aktivierungsprozess ist ausgelöst. Bei der Göttin. Buchstäblich. Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint Sie für einen Proteaner zu halten, Shepard. Mich? Der Dechiffrierer, den Sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Oder liegt es an dem Proteaner, der direkt neben Ihnen steht? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben einen Proteaner dabei. Hier ist nichts, was wir brauchen können. Okay. Das Ende des Krieges ist greifbar nah. Wenn wir finden, was wir brauchen, und den Tiegel fertigstellen, ist die Rache perfekt. Genau. Er fährt jetzt hoch. Sehr gut. Weitermachen. Das ist keine Verbindung. Na toll. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Ja, ja. Oh. Da! Wieder eine! Jetzt geht's ab. Es ist immer noch nicht vollständig. Das besteht. Das ist nicht, was wir brauchen. Grr, Impf. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Däh. Aha. Aha. Definitiv. Aktivierung abgeschlossen. Ein Sender. Wir haben Zugriff auf den Sender. Das ist definitiv ein Sender. Ich erkenne sie wieder. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... Ui, hallo? Lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Einer unserer Computer. Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Nein, halt! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen. Ui. Eine Erinnerung. Von einem der meinen. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tiegel nennen. Vendetta. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Ach, na ja. Was war zu ihrer Zeit mit dem Tiegel? Warum haben die Proteaner ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert.
Das habe ich immer vermutet. Und jetzt haben wir dasselbe Problem. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass zeitzyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Reaper-Angriffe. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Noch besteht Hoffnung für den Zyklus. Was ist bloß der Katalysator? Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Na, toll. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tiegel gefunden und bauen ihn bereits. Der Tiegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann wird es jetzt das erste Mal sein. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Diesem Menschen können Sie vertrauen. Sie sind einer von uns. Sie sind ein Proteaner. Ich bin die letzte Hoffnung unseres Volkes auf Rache. Ich weiß von Ihrer Mission. Glauben Sie, dass der jetzige Zyklus Rache nehmen kann? Sie haben sich einen Versuch verdient. Sagen Sie uns das Nötige. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tiegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Sehr gut. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach nee. Sie. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Ja, war klar. Shepard. Na. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich an der Menschheit liegt, bekämpfen Sie mich nicht. Schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Ja, versuch das mal, du kleiner Arsch. Ich wurde getroffen! Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade! Commander, der Jäger! In Deckung! Alles in Ordnung!
mir Feuerschutz! Der Jäger geht in Stellung! Oh. Jetzt gehört Shepard. Jetzt hat der Spaß mit dir ein Ende, Shepard. Wirklich schade, dass die Guten immer scheitern. Es kann nur ein Ende geben. Hey! Na, warte. Unterstützung anvisiert. Oh oh. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Oh, Scheiße. Oh, geht tief runter. Sehr tief runter. Ach so ein Mist. Was hat das auch noch? Na warte. Ich krieg dich. Irgendwann. Hier, Shepard, was ist Ihre Position? Wiederhole, ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie, was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen. Oh, Scheiße. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment, da kommt ein Reaper. Bitte, ist da jemand? Oh, Scheiße. Oh, Gott. Nein. War wohl nichts mit Tessia. Commander Shepard, sind Sie das? Ja. Commander? Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgebrochen. Als wäre der Planet weg. Hm. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Was ist passiert? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Dann entschuldigen Sie mich. Ich muss... Vorbereitungen für den Fortbestand unserer Zivilisation. Mit diesem Tag habe ich nie gerechnet. Niemand hat das. Es
Tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Shepard. Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Ah, toll. Nun... Oh. Etwas wäre da schon. Aha. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aha. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher, aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Sir, in der Tat. Okay. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Ach, gut, sie im Team zu haben. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren Sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Aha, okay. Ja, mit dem guten Anderson reden wir aber ein andermal. Jetzt machen wir erstmal wieder eine kleine Gamepause, nachdem Tessia untergegangen ist, wie wir gerade unten gesehen haben. So, aber wir werden wahrscheinlich einen Codex-Eintrag bekommen haben, schätze ich jetzt mal. Nicht hier, nein. Aber da. Der Reaper-Krieg. Der Untergang von Tessia. Der Angriff auf Tessia verlief nicht so reibungslos wie die Militärschläge der Reaper gegen andere Völker. Während diese sich den Reapern direkt entgegenstellten, führten die Asari-Kommandoaktionen durch, um den Feind zu entnerven. Durch diese Guerillataktik, ein Reaper-Schiff sprengen und dann in ULG springen, wo sie nicht verfolgt werden konnten, zwang die Asari die Reaper dazu, in der Defensive zu bleiben. Unglücklicherweise konnten sich die Reaper aufgrund ihrer größeren Truppenstärke ein gewisses Maß an Verlusten leisten, sodass sie schon bald die Angriffe gegen sie einfach ignorierten und damit begannen, Tessia aus dem Orbit zu bombardieren. Das wiederum zwang die Asari dazu, ihre Heimatwelt traditioneller zu verteidigen und sich den Reapern direkt zu stellen. Sobald die Reaper auf Tessia gelandet waren, begannen sie mit der Ernte. Es folgte ein kurzes und blutiges Massaker an den Asari-Bodentruppen. Der Widerstand durch ausgebildete Biotikerinnen verlangsamte die Angriffe kaum. Am Ende führte die geringe militärische Präsenz auf Tessia in Verbindung mit der mangelnden Vorbereitung auf einen überlegenen Feind zum Untergang des Planeten. Ja, und wir waren da. Wir haben uns das angeguckt. Oh, übel, übel, übel. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. So, dann haben wir das auch. Aber in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, dass wir uns mit Anderson unterhalten. Mal gucken, was der Gute möchte. Also, bis denn dann. Tschüss.